Ja, moin, was geht? Ich begrüße euch. Ja, ich habe das Match nachgespielt gegen die KI auf sehr schwer, weil das waren die Armeen, die Exploding Kamster ausgewählt hat. Ich habe das nochmal 1 zu 1 nachgebaut, wie ich die Armeen ausgewählt habe und wie er seine Armeen aufgebaut hat. Und gut, das ist kein 1 zu 1 Vergleich, wenn ich jetzt gegen ihn spiele. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auf sehr schwer sehr gut spielt. Und deswegen wollte ich eine echte Herausforderung haben. Und habe dann mir so gedacht, okay, wenn ich schon gegen die KI spiele, dann auf sehr schwer, um zu schauen, wie weit ich es denn geschafft hätte. Wie weit bringe ich es denn, ne? Wenn ich auf sehr schwer spiele. Und das ist halt so eins der größten Fragen, die ich mir so gestellt habe. Und ich habe hier in diesem Match, denke ich, einiges auch an Fehlern gemacht. Und doch habe ich einiges auch mitnehmen können. Obwohl ich hier nur gegen die KI gespielt habe und mir natürlich auch bewusst ist, dass Exploding Kamster niemals so vorgehen würde, wie die KI halt vorgeht. Ne? Wie man hier sehen kann, habe ich hier meine Armeen platziert und aufgestellt, sodass ich aus jeder Seite angreifen kann und zumindest aus einer Seite heraus irgendwie in die Flanke angreifen kann. Deswegen auch hier auf der linken Seite die Chaos-Barbarenreiter und natürlich auch die Chaos-Hunde. Die werde ich natürlich dann aber überwiegend nur benutzen, um Fernkampf-Infanterieeinheiten rauszuholen. Und nur mal angenommen, ich hätte eine Nahkampf-Kavallerie mit reingenommen, es wäre ziemlich heftig gewesen. Also egal von welcher Seite aus ich attackiert hätte, ich hätte immer wieder das Problem gehabt mit den Hellbarden, ja? Weil die könnten zwar nach hinten, also die würden nach vorne gehen, die Hellbarden, und dann hätte ich ein ziemlich großes Problem. Ich meine, er hat wirklich sehr viele Hellbarden und Speerträger-Infanterieeinheiten mitgenommen. Sogar wenn ich drumherum versucht hätte zu flankieren und das erst so im Midgame, hätte ich bestimmt ziemlich große Probleme gehabt, wenn hier noch Hellbarden herumstehen. Außer die Hellbarden rennen natürlich alle nach vorne, sind im Kampf gebunden. Dann wäre es was anderes gewesen. Aber hätte er hier Hellbarden auf der hinteren Seite stehen gelassen und dann würde ich mit einer Nahkampfkavallerie da reinstürmen, wäre auch nicht unbedingt so toll gewesen. Ja, und ich habe ziemlich lange gewartet und die KI auf sehr schwer gestellt, wie gesagt, ist hier aus dem Wald nicht rausgegangen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wo das Problem war. Wieso, weshalb, warum, aber ich wollte nicht länger warten, also bin ich dann in die Offensive gegangen und habe dann alle Armeen ja, zum Angriff oder vorgerückt. Ich bin auf jeden Fall in diese Richtung hingegangen. Es ist ein ziemlich großes Fragezeichen, wann der erste Angriffskontakt da gewesen wäre. Hätte Exploding Kamster hier im Wald gewartet? Ich denke nicht. Ich denke aber auch, dass er nicht komplett rausgegangen wäre. So wie ich Exploding Kamster einschätze, hätte hier seine Armeen platziert und jetzt auf einen halben Wege dahin hätte er mich schon abgefangen mit Fernkampf-Infanterien. Ja, also er hätte wahrscheinlich ganz anders platziert. Ich kann auch gleich mal pausieren, wenn der erste Angriff erfolgt. Hab mir schon Gedanken gemacht, was mit der KI so los ist, ob da überhaupt noch was kommt. Ich werde gleich später nochmal nachschauen, ob ich auf Verteidiger gesetzt habe oder auf Angriff. Hier kommt der erste Angriff. Die Chaos-Barbaren wurden hier rausfokussiert. Ergibt sogar sehr viel Sinn, dass die zuerst rausfokussiert werden, wegen den ganzen Speerträgern und Hellbarden. Und ja, ich denke mal, das Exploding Kamster hier in diesem Bereich, ich werde es einmarkieren, hier hätte er seine Geschossinfanterien hingestellt und dahinter halt die Hellbarden und Speerträger, die hätten schon viel früher rausgefeuert und hätten sich danach wieder zurückgezogen hinter den Reihen der Hellbarden und Speerträger und ich hätte wahrscheinlich hier so Mitte des Weges schon Schaden kassiert mit den Chaos-Barbaren und mit der Chaos-Brut. Also in diesem Bereich hätte ich schon längst Damage bekommen.
Und irgendwann wären dann auch die Chaos-Barbaren, die wären so in diesem Bereich, wäre es gar nicht so groß im Kampf gekommen. Sie wären wahrscheinlich auch hier schon, wären sie geflohen. Wenn man es gut anstellt, dann auf jeden Fall. Klar, man könnte auch von der Seite angreifen, aber dann hätte Exploding Hamster einfach nur seine Armeen anders platziert. Anders ist es natürlich, wenn man von allen Seiten angreift. Also wenn ich von hier, von hier, von hier und von da hinten gleichzeitig ankomme, dann muss er natürlich auch schauen, wie er seine Armeen platzieren möchte. Entweder aufteilen oder sich auf eine Seite konzentrieren. Das sind so die zwei Möglichkeiten. Genug Armeen hätte er zum Aufteilen, aber so würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht einschätzen. Er würde einfach da, wo die wenigsten Armeen kommen, da seinen Fokus richten. Könnte ich mir gut vorstellen, das kann aber auch nicht so sein. Auf jeden Fall, es geht weiter. Ich habe dann hier meine Armeen in den Wald geschickt zum Vorrücken. Und hier werden die Chaos-Barbaren mit einem Zauberspruch belegt oder attackiert. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Sinn, weil die Chaos-Barbaren können schon einiges an Schaden machen, wenn sie gegen Speerträger oder gegen Hellbarden kämpfen, ja. So. Mein Fehler ist es, dass ich einfach nur noch hier reingestürmt bin. Ja, ich hätte vielleicht auch mit der Chaosbrut warten können und dann hier an der Front, also hier, wo der Kampf ist, einfach nur die Chaosbarbaren kämpfen lassen, weil hier wirklich viele Hellbarden sind. Die Sache ist die, hätte ich jetzt nicht darauf geachtet, und das wäre auch ein Match gewesen, wo man nicht sofort auf alles achtet. Hätte ich vielleicht nicht darauf geachtet. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Einfach mal geschaut, was passiert, wenn Chaos-Barbaren und und die Chaos-Brut zusammenkämpft. Und flankieren von der Seite wäre auch nicht gewesen. Auf der anderen Seite auch nicht, weil es sind einfach zu viele Hellbarden drin. So gesehen, die Chaos-Brut war ziemlich, ja, falsch gewählt, würde ich sagen. Ich hätte auch von hier hinten angreifen können mit der Chaos-Brut. Aber es wäre trotzdem zu einem Problem gekommen. Also es sind so viele Speerträger und Hellbarden mit dabei. So, meine zwei Manticores sind auch schon da von der Chaosbrut oder von den Chaos Manticores oder wie sie heißen. Und mit denen habe ich natürlich auch versucht, die Geschossinfanterien raus zu picken. Kann man hier sehen. So, wie hießen die nochmal? Hab's mir nicht gemerkt. So, wilder Manticore des Chaos, genau. Und Giftwindkrieger, genau, die habe ich versucht hier raus zu fokussieren. Deswegen auch die Chaoshunde dahin geschickt und die zwei Manticores. Ja. Die Jezzals sind hier im Nahkampf gebunden, habe ich aber auch nie wirklich ernst genommen. Die Jezzals, die Giftwindkrieger natürlich schon, die habe ich ernst genommen. Die Shredder habe ich überschätzt, oder unterschätzt, besser gesagt. Die Linie kann hier nicht mehr gehalten werden, zumindest nicht von den Chaos-Barbaren. So gesehen, die einzigen, die hier noch kämpfen, sind noch ein paar Einheiten von der Chaos-Brut. Hier sind noch Chaos-Barbaren. Aber hier ist kein Micromanagement. Die hätten helfen können, ja, hier oder da, auf der linken oder rechten Seite. Und ja, mein Fokus war immer hier gewesen, bei meinen zwei Manticores, weil ich wollte immer die richtigen Armeen hier raus fokussieren. Und ja, die Linie ist auf jeden Fall, ja, konnte ich auf jeden Fall nicht halten. Hier habe ich kein Augenmerk gehabt. Und als ich es dann bemerkt habe, war es auch schon viel zu spät. Ja, da kommt noch mal ein Zauberspruch. Und boah, das zieht aber auch Energie ab. Ich habe gerade gesehen, wie der Balken einfach nur so verschwunden ist. Heftig. Einfach nur heftig. Da sind die Chaos-Barbaren mit zwei Rängen, glaube ich, abgehauen. Genau, zwei Ränge. Ja, sind auf jeden Fall sehr schnell davon gerannt. Hier, Giftwindkrieger habe ich hier noch gar nicht wirklich rausbekommen, obwohl ich da meinen Fokus immer wieder drin habe. Es schaut jetzt momentan ziemlich schlecht aus,
weil viele Armeen hier fliehen. Gut, da hinten sammeln sich meine Armeen wieder neu, ja. Aber man kann schon sagen, dass ich den Kampf hier mit sehr großen Verlusten verloren habe. Ich denke mal, es wäre ähnlich abgelaufen, wenn ich jetzt gegen Exploding Kamsa gekämpft hätte, auch wenn der Kampf dann nicht im Wald stattfinden sollte, sondern auch schon eher hier draußen im Gelände statt im Wald. So, hier habe ich versucht, die Nahkampfinfanterien ein bisschen zu beschäftigen, damit die Chaos-Barbaren-Reiter hier ein bisschen Damage machen. Gegen die KI hat es auf jeden Fall funktioniert. Diese Herangehweise, im anderen Fall hätte er vielleicht in echten Schredder rein gejagt, weil die sind, glaube ich, schnell genug, um die Chaos-Barbaren-Reiter rauszupicken. Und da ich den Plänkler-Modus drin habe, werden die Chaos-Barbaren auch immer wieder rausgerannt. Also ich weiß nicht, die Chaos-Barbaren-Reiter allein wegen dem Plänkler-Modus habe ich irgendwie zu wenig Micromanagement investiert, würde ich jetzt mal sagen. Weil ich mich einfach so darauf verlassen habe, dass sie da schon das Richtige tun. Weil wenn angegriffen wird, sie ziehen sich zurück, greifen wieder an, ziehen sich zurück, greifen wieder an. Also immer in diesem Muster ungefähr bewegen sich die Chaos-Barbaren-Reiter. Deswegen war mein Augenmerk hier und einmal hier, damit ich auch immer die richtigen Armeen hier rauspicken kann. Gut möglich, dass er meine Manticores auch viel früher schon rausgenommen hätte im Spiel. Ich weiß nicht, wie Exploding Kamster seine Armeen bewegt hätte. Aber wie gesagt, ich spiele hier auf sehr schwer, deswegen, wenn ich es hier geschafft hätte, dann kann ich jetzt schon sagen, es wäre sehr spannend gewesen, das Match gegen Exploding Kamster. Also ich hätte mich da nicht so komplett dumm angestellt. Auch wenn man jetzt hier gegen die KI erstmal so diesen Eindruck bekommt, dass ich ziemlich schlecht bin. Aber wartet erstmal ab. Also hier kommt noch eine ganz große Wendung. Aber so viel möchte ich jetzt noch nicht verraten, was zu dieser Wendung, wie es zu dieser Wendung gekommen ist. Ja. So, obwohl ich nicht mehr viele Armeen habe, kam ich irgendwann auf die richtige Idee. Nur leider viel zu spät. So, nachdem ich hier mit dem Manticores meinen Job mehr oder weniger richtig gemacht habe, habe ich sie von dort hier hingeschickt. Ja, Auserkorene sind hier am Fliehen. Und die Chaos-Barbaren sind hier auf jeden Fall in der Flucht. Oder auf der Flucht. Der Schredder kümmert sich da um die Auserkorene. Oder es ist Ikrit. Oder wie er heißt. So, mein Anführer hier, der wird da auch gleich 500, 497, ja, da geht die TP sehr schnell nach unten, obwohl die Nahkampfabwehr und der Nahkampfangriff, der ist wirklich sehr, sehr hoch. Ist so gesehen auch ein Held, wo ich sage, das ist so ein Damage-Dealer oder ein Kommandant, besser gesagt. So, die Chaos-Barbaren-Reiter. Führerschaft 24, 21 zu 24 geht jetzt sowieso in den Keller, da mein Anführer gestorben ist. Ja, jetzt kann man schon sagen, okay, das war's jetzt so ziemlich. Aber nein, es geht noch weiter. Jetzt kommen wir nämlich gleich zu meiner Top-Idee, was nochmal das Blatt gewendet hat. Ich denke, die meisten erfahrenen Spieler können sich schon denken, was ich gemacht habe. Weil es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie ich das Blatt wenden kann zu meinen Gunsten. Auch wenn es nur ein kleiner Vorteil ist, der aber schon einiges bringt. Ein kleiner Vorteil. So, ich habe ja noch zwei Manticores, ja. Und die einen habe ich jetzt hier zu den Jezzals hingeschickt, ja.
obwohl die für mich keine große Bedrohung darstellen. Und hier bin ich abgebogen und habe mir einfach den Anführer geschnappt. So, das schauen wir uns doch mal aus nächster Nähe an. Hätte ich viel, viel früher machen sollen. Hatte ja schon mehr als die Hälfte der TP verloren. Und da dachte ich, okay, mein Manticore des Chaos, ich sag jetzt einfach nur Manticore, der hat doch genug Damage, um den Anführer hier rauszuholen. Ne? Wenn man das vergleicht, 40 Angriff gegen 36. Nahkampfabwehr ist bei 30. Das ist ziemlich wenig, ziemlich gering. Und da kann man schon sehen, diesen Kampf gewinne ich. Und zack. Das war's. Ende im Gelände. Was für ein Wortspiel. Ja, und das hat natürlich dazu gebracht, dass die Führerschaft bei einigen, nicht bei allen Regimentern, dann auch in den Keller ging, was hier die Ratten-Nahkampf-Regimenter betreffen. Ja, die ziehen sich jetzt auch zurück. Und ich dachte so, okay, jetzt habe ich das Blatt gewendet, mein Anführer wurde rausgenommen, dann mache ich das auch. Nur leider viel zu spät. Da nicht so wirklich drauf geachtet, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich gut geschlagen habe gegen die KI, auf sehr schwer. Ich weiß nicht, ob andere hier die Partie gewonnen hätten. Wenn ja, könnt ihr mir ja gerne Feedback senden. Bestimmt habe ich hier einige Fehler gemacht, aber ich bin auch kein erfahrener Spieler. Ich versuche nur nach dem Bauchgefühl sehr taktisch oder strategisch vorzugehen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Hier habe ich den Fehler gemacht. Kann man vielleicht so sagen, kann man vielleicht auch so sehen, weil die Führerschaft sehr gering ist, ne? Dass ich die Armeen erstmal zusammentrage. Ich weiß nicht, ob die Führerschaft sich wieder nach einer gewissen Zeit auflädt. Ich denke ja eher nicht, wenn der Anführer tot ist. Und hätten die jetzt zusammen angegriffen, dann wären sie vielleicht nicht so schnell geflohen. Weil ich kam jetzt auf die Idee, die Chaos-Barbaren-Reiter da hinten, die Auserkorenen, ich weiß nicht, ob die sich nochmal blicken lassen. Ich glaube, das sind gar nicht die Auserkorenen. Das waren die Chaos-Barbaren. Auf jeden Fall habe ich die dahin geschickt. Die habe ich dahin geschickt. Mein zweiter Manticore kommt wieder zurück. Und ja, genau, die Auserkorenen sind aber auch schon wieder auf der Flucht. Ne? Führerschaft ist hier echt bei Null gelandet. So, ja, und wie man hier sehen kann, ich versuche mich hier gegen alles zu wehren, was noch da ist, und ich habe nur auf einen Punkt, nur noch auf eine Sache geachtet, und zwar, wie es mit der Führerschaft bestellt ist, und ich habe schon, bevor das Match hier angefangen hat, schon irgendwie gewusst, dass das kein gutes Ende für mich nehmen wird, weil die, der Schredder hat zwar jetzt auch hier schon eine Führerschaft, die im Minusbereich ist, aber die anderen Hellbarden hier, die sind extrem. Das ist ein Hinweis für später. Also, falls ich nochmal so ein ähnliches Match habe, versuche ich echt noch eine Nahkampfinfanterieeinheit auf dieses Regiment hinzubewegen. Ja, die muss man unbedingt rausbekommen, weil die haben so eine hohe Führerschaft. Unglaublich. Die sind mega gefährlich. Die hatten eine Führerschaft von 110 und waren schon weitaus unter 50 Einheiten da. Wahrscheinlich nur noch 8 Einheiten oder 10. Und die sind wie Flagellanten aus vom Imperium. Die kriegst du einfach nicht weg. So, wir schauen uns das mal an, was für ein Damage ich hier gemacht habe. So, dauert einen Moment. Ich habe aber gut zugeschlagen. 15.862 und ein Schadenswert von 2065. Ja, die Chaos-Barbaren 37 getötet, 1983 ist nicht super hoch. Es ist schon
Na, nicht so gut. Vom Damage her. Auserkorene, 88 getötet. Schadenswert 3987, auch sehr gering. Genau, die Chaos Barbarenreiter 4456, Schadenswert 371 und dann nochmal 5809, 801. Ja, das ist schon im Mittelbereich, würde ich sagen. Im Mittelbereich. Was richtig gut ist, zumindest viele getötet, aber so im 5000er Bereich würde ich sagen, das ist noch im Mittelbereich. Jetzt ist es gut, 7577, jetzt bewegen wir uns schon vom Schadenswert her in die richtigen Zahlen. Ja, klar, es ist auch immer wichtig, wie viele Armeen oder wie viel getötet wurde, aber der Schadenswert ist auch sehr, sehr wichtig. Ikit, genau, Ikit. 17.904. Das ist mega OP vom Schadenswert her. So, und danach sind es einfach nur noch die Hellbarden, die hier extrem reinhauen. Sehr gut ausgewählt, würde ich sagen, von Exploding Hamster. 11.000, 16.000, 13.000. Ich glaube, das hätte er auch hingekriegt. Das ist so safe. Da kann man nicht viel falsch machen. Und viel machen muss man dann auch nicht. Man schickt einfach nur die Armeen dahin, wo sie gebraucht werden. Sogar dann, wenn die Chaos-Barbaren mit der Chaos-Brut zusammen dicht aneinander gestellt sind und zusammenkämpfen. Die Hellbarden sind ja so fokussiert in ihrem Kampf. Ja, ich würde sagen, es war ein sehr knappes Spiel auf jeden Fall, obwohl ich hier verloren habe. Ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube, so schlecht habe ich im Großen und Ganzen nicht gespielt, vermute ich mal. Ich kann ja noch mal kurz zeigen, was für Zaubersprüche ich hier mit reingenommen habe, ne? Wie man hier auf der rechten Seite sehen kann, auf sehr schwer gestellt. So, genau, Silberrang, zwei Ränge. Und Bronze hier zwei Ränge und das sind die Zaubersprüche, die ich mitgenommen habe. Und wie gesagt, ich habe die gleiche Armee mit reingenommen, wie Exploding Hamster die Armee aufgestellt hat, als er dann im Multiplayer gegen mich spielen wollte und ich leider rausgeflogen bin. Ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit bekomme, gegen ihn im Multiplayer zu spielen. Grüße gehen raus. Ja, das sind die Sachen, die er mitgenommen hat an Fähigkeiten. Ein Zauberspruch, der aber wirklich Gold wert ist, der Warblitz. Habe ich komplett unterschätzt. Also, was die KI mit diesem einen Zauber alles anstellt, das ist unglaublich. Man möchte es nicht glauben, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ja, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und dann vielleicht auch mal wieder im Multiplayer. Ciao und tschüss.